So, willkommen zurück zu, ja, mein Test Interview. Fenster ist mir mittlerweile auf. Ich habe auch mal die Aufnahme reingeguckt, also die Framerate ist tatsächlich nicht so hoch, wie ich hier spiele. Aber doch gut. Also ist jetzt keine Dia-Show. Ist zum Glück nur diese Woche so. Ich hoffe mal, vor nächste Woche sollte das dann wieder besser werden. Ja. Na komm, mach hin. So. Die Frage ist, wie viel Holz holzen wir überhaupt ab? Hier sind auch überall noch Bäume, Alter. Nice. So viele Kirschbäume. Hier ist eine ganze Armee, eine ganze Armee. Oh, da hinten sind nur welche. Alter Schwede. Okay, ich würde mal sagen, dann belästigen wir den Spawnpoint nicht weiter. Und wir gehen mal da hinten hin, ein bisschen Holz sammeln. Da stört sich jetzt nicht keinem. So, kriegen wir auch ein paar Saplings eigentlich? Ja, kriegen wir. Dann können wir die nämlich direkt am Spawn mit wieder einpflanzen. Okay, komm, ein bisschen. Sorry, aber es sind einfach zu viele Blätter. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Ne? Man muss ja nicht. Ja. Tja, irgendwie ist dieser Falco zwar gerade on. Ach, der ist ja gar nicht mehr. Ah, lol. Weil der taucht hier bei mir im Serverlog auch gar nicht mehr auf. Warum hat der jetzt hier aufgehört? Also irgendwie mit diesen Sakura-Bäumen, weil die halt so extrem verzweigt sind. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Jetzt hat es gerade zum Beispiel wieder nicht funktioniert. Irgendwo muss hier noch Holz sein, da oben. Wow. Leider wird unsere Nahrung zu Ende. Ich korrigiere, unsere Nahrung geht zu Ende. Oh, wie süß! Hatten wir bei einem der ersten Aufnahmen hatten wir auch schon so ein Panda-Bär gesehen gehabt. Voll süß und so. So, das heißt, der war noch gar nicht fertig. Schau mal an. So, da hinten die drei Bäume wir auch noch abholzen, einfach weil wir was können. Ach komm. Wir warten, dass er bis dahin fertig ist. Für den Fall, dass wir das nicht klappt. Doch klappt. Sehr schön. Okay. So, jetzt können wir den da immer noch abholzen. So, mal gucken. Ah, wird der schon wieder langsam voll. Blätter. Was ein kreativer Name. Blätter. So. Langsam fertig hier oder was? Das dauert ja, ey. Das ist ja hier. Kannst ja nicht mal erzählen.
Und schon wieder gescheitert. Hallo? Wo ist hier noch Holz? Irgendwo muss da noch Holz sein. Ach, da. Warte mal. Oh shit, 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 oh shit. Ja gut. Ich hätte noch Verpflegung mitnehmen sollen. So, damit sind wir soweit auch durch. Wir haben genug Holz. Wobei, jetzt wenn ich mir so angucke, wir haben gerade mal etwas mehr als 200. Scheiße. Wisst ihr was? Ich werde mal hier noch eine Kiste hinstellen für Sakura-Blätter. Denn ich möchte davon auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz abholzen. Der ganze Schund, dann kommt alles hier rein. Das hat hier bei mir im Inventar gerade nichts zu suchen. Achso, oh Gott, ihr doch. Ganzen Kladderadatsch brauchen wir alles nicht. Mari! Was wir aber auf jeden Fall noch mehr brauchen, ist Kupfer und Zinn. Wir haben hier echt keine Bronze mehr. Lol. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir davon noch mehr als genug haben. Oh! Schau mal an, ob Emma wechselt ganz schnell. Wer hätte das gedacht? Hier auch. Hier auch. Alter. Ey, ist ja schon. Boah, ey. Wow! Hätten wir schon viel früher machen sollen. Das wächst auf einmal alles so schnell, da kommt ja gar nicht hinterher. Mitten hinterher kommt. Gerstenkörner. Na gut, hier war jetzt nicht so viel. So. Egal, wir wollten was anderes machen und zwar. Ja, komm, da einfach hinein. Das war dumm. Das wollte ich doch mitnehmen. So, und was wir machen müssen, was wir brauchen, ist auf jeden Fall das als Kreis und das in die Scheiße. Hä? Momentchen mal. Zinn, Kupfer, ist doch richtig. Ach ja, hier war ja dieser. Hier ist ja anders Rezept, hier ist ja alles anders. Hier war es ja irgendwie ja Wien eigentlich. So und so. Ach Gott, Alter. Wow, das habe ich einfach komplett falsch geschrieben.
Ja, komm jetzt hier. Ah, okay, erst einschmelzen, dann anordnen. A, B, C. So, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 32 davon und dann brauchen wir 4 hiervon. Rest kann erstmal wieder in die Kiste. Okay, passt natürlich nicht rein. Wir haben definitiv zu viel Scheiße. Du kannst raus. Warum habe ich hier noch... Okay. Du kommst raus. Ja, wir müssen bald mal anfangen, hier die ersten richtigen Kisten aufzubauen, damit wir hier mal wisst ihr was. Ich einfach mal hier mache. Ist mir jetzt gerade hier sowas von egal. Easy. Yay. Oh Mann, Alter. Ja. Wenn die Faulheit wieder kickt. So, während die Dinger da noch einschmelzenderweise schmelzen, kann ich hier mal ein bisschen rumschmelzen. Das war jetzt was? Das war jetzt Outseed. Outseed, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier Outseed ist. Was zur Hölle ist jetzt Outseed? Was bist du? Kein Outseed. Da. Ach ne, Outseed ist doch das, was wir hier bereits hatten. Das war doch das hier, oder? Ja, okay, das war Outseed. Da kannst du da rein. Ich weiß jetzt schon mit den ganzen Getreidesorten, wir werden immer so hart durcheinander kommen. So, Reis kann auf jeden Fall hier noch mit hin. Danke dafür. Können wir schon ein bisschen abernten. Muss aufpassen, muss richtig dunkel sein, wahrscheinlich. Wieder sowas trickigeres. So, du noch mal da rein. Dann gleich mal ein paar Blätter mitnehmen hier. So, dann kommt ihr wieder da rein. Bisschen Reis in seiner Rohform natürlich. Baumwolle. So, das vorhandene Holz schmeiße ich erstmal komplett rein. So, Blätter immer nach da. Der Rest wieder da rein. Du kommst einmal raus und kommst mit nach da oben. Aber bitte nur ganze Stacks. Bzw. kann ich gleich mitnehmen. Wir gehen auch noch wieder zum Spawn Point. So, Spawn. Jetzt hält mir gerade auf, ich kann ja gar keine Bäume pflanzen, weil ich ja hier gar keinen Zugriff habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen geschisseldisselt. Okay. Hallo! Na gut. Können wir zumindest da welche pflanzen, wo wir auch welche abgebaut haben? Wo war. Da. In die Richtung. Habe ich jetzt Zwiebeln mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Alter, ich dachte, wir haben jetzt hier nur 40 Zwiebeln oder sowas. Dann hätte ich jetzt aber wirklich angefangen, hier kollektives Selbstmord zu begehen. Na gut, hier hinten denke ich nicht, weil hier ist ja dunkles Gras. Und da wachsen die Viecher ja nicht, sondern nur auf hellem Gras.
müssen alles hier hochforsten wieder. Ne, wir müssen ja an die Natur denken. Zumal heute ist ja der 20. September. Für die, die das nicht wissen, also quasi alle. Ja, und damit, ne, ist heute der 3. Global Strike von Friday for Future. Also ist auch diese Aufnahme hier im Zeichen der Natur. Und daher natürlich ganz viele Bäume pflanzen. Das muss sein. Ganz ehrlich, Kirschbäume machen die Welt zu einem besseren Ort. Sowohl lebensraumtechnisch, also ne, sie wandeln natürlich auch CO2 in Sauerstoff um, aber vor allen Dingen halt auch optisch. Wir brauchen überall ein Japan. Einfach überall schon Kirschbäume. Das wird geil. Oh, eine direkt gewachsen. Habe ich gerade schon gewundert, warum es gerade so dunkel wurde. Dachte schon, Zeit ist hier aktiviert auf dem Server, obwohl eigentlich nicht aktiviert sein soll. Aber nein, es war ein Baum, der gewachsen ist. Seht ihr, wir werden also heute quasi gleich direkt die Früchte unserer harten Arbeit sehen. Was zur Hölle ist das denn bitte? LOL? Fragezeichen? Okay, der Kontrast zwischen den beiden ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch. Ich hätte das ein bisschen heller gemacht oder das ein bisschen dunkler. Also das ein bisschen weißer oder das ein bisschen rosigerer. Sakura Leaf 2. Und das müsste jetzt auch. Hä? Das sieht heller aus als das da. Ha. Okay, aber geil. Irgendwie. Ich weiß nicht. Oh, da ist schon einer. Lol, gibt es sogar schon weiße Bäume? Wie krass. Also, erstmal wieder abschalten hier. Wie geil ist das denn bitte? So, dann gehen wir mal auf die andere Seite des Dschungels, da wo wir schon Bäume abgepflanzt haben. Erst ist das jetzt auch der Bereich, wo wir wieder. Och, ernsthaft jetzt? Mann, diese scheiß Blätter. Schon so schwarz. Darf ich hier vielleicht mal durchlaufen? Hallo? Ey. Och, Mann, oh. Digga, überall sind hier scheiß fucking Blätter, Alter. Naja. Da will man was im Zeichen der Natur machen und die Natur so fick dich. Oh. Hat nur noch ein Zeppling. Na gut, dann können wir jetzt wieder beim Abschlagen. Sehr schön. Na komm mal rein. Was ist denn hier für ein komisches Auswuchs gedönst? Weg mit dir. So. Aber mit den weißen Blättern ist es irgendwie lol. Ich meine, ich meine, gut, okay, kann es natürlich sein, dass das eine praktisch die in der Blüte stehenden Bäume darstellen soll und das andere halt die nicht in der Blüte stehenden Bäume, weil so extrem rosa sind die Blätter ja nur über eine sehr kurze Zeit, weil es ja nur wirklich während der Hochblüte quasi.
Oh, denn ich sehe kein Holz. Da ist Holz. Ach, natürlich. Natürlich! Jetzt halt runter. War das klar? Klar war das klar. So. Ne, von daher, wie gesagt, sind die Blätter die meiste Zeit über tatsächlich weiß. Aber witzig ist jetzt, sag ich mal, halt, dass die Bäume, die durch die Map-Gen gepflanzt werden, allesamt rosa sind. Und wenn man die selber pflanzt, dann halt rosa und weiß ist. Ist natürlich ein bisschen, ja, funny. Vor allem verrät uns das, oder verrät es uns, weil natürlich jetzt jeder weiß, aha, da wurden die Bäume manuell gepflanzt. Da war ein Natursünder, der alles abgebaut hat. Ja. Vor allem muss man dann natürlich auch darauf achten, dass wenn man quasi so eine Fläche hat und man da quasi Bäume wegpflanzt, und dann wieder hinpflanzt, dann sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, wenn so bei einer Riesenfläche sind nur rosa Bäume und auf einer anderen Fläche sind rosa und weiße Bäume. Muss man ja gucken, dass das nicht so blöd aussieht. Ne? Das muss man dann natürlich im Hinterkopf behalten. Ich meine, ich kann ja auch mal gucken in der Config von Etherwheel, ob ich das sogar irgendwie deaktivieren kann mit den weißen Bäumen. Weil wie gesagt, die Idee an sich ist natürlich cool, aber ne, ist natürlich blöd, dass natürlich nur da weiße Bäume sind, wo man auf der Welt selber welche gepflanzt hat. Also entweder muss ich mal dafür sorgen, dass der Map-Gen auch weiße Bäume pflanzt, also erzeugt, oder aber ich muss die weißen Bäume komplett deaktivieren. Und unsere Spitzhacke ist gleich weg. Spitzhacke. Unsere Axt. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich glaube mal, wir haben jetzt mittlerweile... Hätten wir jetzt weit über 400 Holz insgesamt. Und ich denke mal doch, das sollte langsam fürs Dach reichen. ja. Dann haben wir also jetzt innerhalb dieser Aufnahme schon viel Holz geklappt. Auch wenn wir das Dach überhaupt nicht angefangen haben, aber... Das waren jetzt nicht die letzten Aufnahmen, ne? Von daher. So, würde ich mal sagen, wir kloppen noch so lange Holz, bis die Axt auch leer ist. Und dann forsten wir nochmal schnell auf. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir dann noch haben. Oh, meine Sättigung geht schon wieder runter. Ja, ich glaube, die Axt hält sowieso nicht mehr durch. Den Baum noch schafft sie und dann ist sie sowieso Falle. Ja, okay, die Axt hält nicht mehr weg. Okay. Ja, komm. Noch ein Baum schaffst du eh nicht mehr, von daher. Weg damit. So, dann können wir jetzt anfangen, hier wieder alles aufzuforsten. Ein paar Saplings werde ich aber diesmal behalten, damit wir auch selber noch ein paar haben für uns, ne, für einen Bedarf. Vielleicht können wir denn nämlich bei uns auch mal ein paar Bäume pflanzen, also ein paar Kirschbäume. Das wäre mir schon irgendwie ganz lieb. Sei das nicht zwischenzeitlich mal voll war oder so? Irgendwie. Mal liegen Blätter rum, mal liegen so eine Samen rum, also so eine Saplings. So, mal gucken. Ja, doch, sieht doch gut aus. Hier vielleicht noch ein. So. Das sollten jetzt überall welche sein. Und die restlichen nehmen wir uns auf.
Gut, dann würde ich mal sagen, ab nach Hause. So, sehr schön. Und voll. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ja, sorry. Aber was sein muss, muss sein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gut viel Holz. Oh, doch. Ja, doch. 430 Holz haben wir, genau. Dann können wir jetzt anfangen mit Dachbauen. Also, siehst du, wir haben hier noch Holz. Das Ganze bitte einmal so. Tada! Okay. Dann. Ja, geht's in der nächsten Folge los mit dem, Dachbau. Die Samen packe ich mal in die Samenbank. Melvin. Oder wie heißt der? Was? Oh. Nelvin. Oh. Nee, da habe ich sogar schon falsch geschrieben. Ist ja hier, ist ja traurig. So, wie sieht es hier aus? Du bist voll, sehr schön. Dann machen wir wie immer schnell Bronze. Dann haben wir das auch schon mal geschevelt. Passt natürlich auch nicht rein. Danke dafür. Da steht ein Pferd auf dem Feld. Ja, ja, ein Pferd auf dem Feld. Da steht ein Pferd auf dem Feld. Und trampelt alt platt. Da, 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 da. Okay, feiern jetzt. So. Okay, easy. So. Genau, das heißt, wir brauchen dann nächstes Mal unser komisches Replacement-Werkzeug. Wo auch immer das jetzt gerade ist. Ah, siehst du, die ganzen Werkzeuge hatte ich alle hier reingepackt, wegen Wallbaum. So, beziehungsweise das brauchen wir erstmal gerade nicht. Egal, ich schmeiß trotzdem alles bei mir rein. Die Werkzeuge mache ich jetzt mal in die Kiste hier. Einfach, wo es sich gerade anbietet. So. Easy. Du auch. Du auch, hab ich gesagt. So, dann haben wir quasi Replacement Tool, unser Holz und damit können wir dann das Dach bauen. In der nächsten Folge dann. Jo, dann würde ich mal sagen, danke, dass wir mit Air Pandora geflogen sind. Ich weiß nicht, Airplane jetzt. Airplane überall, das ist so weit das Auge reicht. Oh mein Gott. Ja, wir werden vielleicht auch irgendwann mal Airplane haben, sobald das Feld hier wieder frei ist, weil wir genug Wolle haben. Wie viel Wolle haben wir jetzt überhaupt gerade? Nicht so viel, oder? Was? Achso, ja. 9 Wolle. Ernsthaft. Alter, das ist ja gar nichts. We are fucked. Na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, sollst du doch damit gewesen sein. Das ist traurig. Gut. In dem Sinne, schau mit V und dann sehen wir uns nächste Woche dann wieder, wenn es denn dann heißt Doom und mein Test. Was auch sonst. Schau mit V.